Am Landestheater Tübingen ist gestern zum zweiten Mal der Umweltpreis der Stadtwerke vergeben worden, mit einem Gesamtwert von 30.000 Euro. 39 Umweltprojekte, unter anderem aus Tübingen, Reutlingen und Böblingen, hatten seit Oktober im Internet um Stimmen geworben. Mit 810 Stimmen und somit 4.000 Euro gewann der Kinderbauernhof am Brennlesberg e.V. aus Gomaringen. Der Kinderbauernhof bietet Kindern die Möglichkeit, in engen Kontakt mit den Tieren zu kommen und Erfahrungen zu sammeln. Den zweiten Platz belegt die Tübinger Waldorfschule. 3.000 Euro bekommen sie für den Bau eines Hühnerstalls und die Anschaffung einer Honigschleuder. 2.000 Euro gewann die Grundschule Wendelsheim mit ihrem Projekt Alles Restmüll oder was? Drittklässler wollen eine Mülltrennungsbroschüre erstellen, die ohne Worte auskommt. Den fünften Platz belegte die Astronomie AG des Progymnasiums Rosenfeld. Sie haben ihre Bewerbung in Gedichtform geschickt. Falsch designte Straßenlichter sind für Sterne Bösewichte. Sogar Energiesparlampen können Sternenlicht verschlampen. Am rechten Ort das rechte Licht versperrt die Sicht auf Sterne nicht. Und wird das Licht stets gut gelenkt, sind Mensch und Umwelt reich beschenkt. Herzlichen Glückwunsch. Mit den 1.000 Euro wollen sie Exponate und Infoblätter zur umweltgerechten Beleuchtung erstellen und ein Spektrometer kaufen.